Hallo, heute erkläre ich euch oder erzähle ich euch besser gesagt ganz spontan aus der einfachen Lust und Laune, wie es ist, Papa zu sein. Für diejenigen, die es noch nicht sind oder eventuell werden, macht euch nicht in die Hose. Ich kann euch einen ganz einfachen Tipp erstmal vorab geben. In der Zeit, wo das Kind noch nicht da ist, holt euch so viel Schlaf, wie es geht. Ist das Kind einmal da, dann werdet ihr keinen Schlaf mehr haben. Ja, um auf den Punkt zu kommen, es ist wunderbar. Man glaubt am Anfang, man ist dafür nicht geschaffen. Man hat das Gefühl, man kann das nicht. Man hat Angst davor, was falsch zu machen. Wenn das Kind geboren ist und man sieht diesen kleinen, zarten, empfindlichen Körper. Okay, manchmal kommt auch eine Wuchtbrumme raus, die arme Frau. Aber man sieht diesen kleinen Körper zerbrechlich, sanft und wehmütig. Man traut es sich nicht anzuheben, weil man Angst hat, mit jedem Anfassen bricht man dem Kind oder dem Baby, seinem Baby, irgendwelche Knochen. Aber glaubt mir, die Babys sind robuster, als ihr denkt. Das bedeutet nicht, dass ich mein Kind gegen die Wand geworfen habe. Aber auch ich habe gelernt, mein Kind richtig anzufassen, an den richtigen Stellen, ohne dass man mir das eigentlich gesagt hat. Wenn ihr das Kind habt, dann werdet ihr schon selber mitbekommen, wie euer Bauchgefühl reagiert, wie eure Gefühle reagieren, wie ihr das Kind anzufassen habt, damit es auch sicher in euren Armen ist. Allerdings, ganz wichtig vorab, bei einem Baby, wenn ihr es hochnimmt und ihr nimmt es an der Schulter hoch, immer den Kopf stützen. Die Halsmuskulatur ist noch nicht ausgebildet, wenn der Kopf so schnell nach hinten, nach vorne, zur Seite gibt. Das Genick beim Baby kann ganz leicht brechen. Ist egal, wie weich die Knochen sind. Es kann passieren. Deswegen, ihr könnt es hochheben nach eurem Gefühl, wie ihr es gerne möchtet. Aber haltet immer den Kopf fest. Der Kopf ist das Wichtigste am Baby, was es gibt. Ja, auf jeden Fall, um auf den Punkt zu kommen. Ich wollte erstmal diesen wichtigen Punkt erstmal vorab erzählt haben. Es ist ein wunderbares Gefühl. Man hat Angst, man macht was falsch, man hat Angst, dass man vielleicht zu viel füttert, zu wenig füttert, beziehungsweise die Frau stillt oder nicht. Zu viel stillt, zu wenig stillt, oder die Frau kann nicht stillen, dann muss man Babybeikost, also Babymilch holen. Bei der Babymilch müsst ihr ja auch ganz vorsichtig sein. Es gibt so viele Babymilch für Prä Plus mit Biotika oder wie das, was da alles für ein Scheiß drin ist. Aber die Babymilch ist meist das, was in Ordnung ist. In einigen sind Inhaltsstoffe drin, die würde ich meinem Kind nicht freiwillig geben. Aber die meisten Babymilchsachen, da sind die Verpackungen vergiftet. Mit Blei, mit Aluminium, mit irgendwelchen Giftstoffen aus der Reinigung, mit Desinfektionsmaterial und so weiter. Meine Frau konnte nicht stillen. Wir mussten Babymilch geben. Wir haben lange überlegt. Wir haben Sorten rausgesucht, wo auch die Verpackung schadstofffrei ist. Wo die Vitamine gegeben sind. Und solche Sachen. Es waren drei oder vier zur Auswahl. Die waren kaum bezahlbar. Ja, wir haben uns dann für Humane entschieden, weil die Verpackung war schadstofffrei. Die Milch war schadstofffrei. Es waren alle wichtigen Ergänzungsmittel quasi in der Milch enthalten, die auch in der Muttermilch enthalten sind, außer die Abwehrstoffe. Das geht leider nicht, die geht nur von der Mutter, aber es war nicht möglich. Und also die Milch ist ganz schlaggebend für die Milch, also wenn eure Frau nicht stillen kann, ist die Milch, die ihr gibt, ganz wichtig für die Entwicklung eures Babys. Sind Schadstoffe in der Verpackung drin oder in der Milch drin? Informiert euch vorher, dann wird euer Kind krank. Und das ist nicht schön.
ein weinendes Kind die ganze Nacht im Arm zu halten. Das ist schrecklich. Vor allem, wenn ich kann davon ein Lied singen. Unser Kind war ja nicht in dem Fall krank gewesen, aber auch unser Kind hat mal Zähne bekommen. Unser Kind hat mal einen Wachstumsschub bekommen. Der Wachstumsschub beim Baby, das tut dem Baby weh. Zähne, die ersten Zähne. Die zweiten, dritten, gar nicht mal mehr so. Aber die ersten Zähne tun dem Baby so weh, man ist die ganze Nacht wach. Man hat es wirklich nur im Arm. Man kuschelt mit dem Kind. Man hat es auf der Brust. Man hat es über der Schulter. Man wiegt es und so weiter. Man macht und tut sein Bestes. Euer Kind dankt es. Und wenn eure, weiß nicht, Mutter, Großmutter erzählt, packt das Kind doch nachts ins Beibett oder ins Kinderzimmer. Lasst diesen Scheiß. Dieses Mittelalterdenken der älteren Generation, zum Beispiel, Kinder gehören in den Kinderwagen. Das ist Scheiße, das ist Müll. Ein Kind entwickelt sich mit der Körpernähe der Eltern. Ich habe mein Kind immer am Bondolino oder am Tragetuch getragen. Je nachdem. Also, wo es jung war, habe ich es im Tragetuch getragen, also bis zu 6 Monate. Dann, wo es immer schwerer wurde, war es im Tragebuch manchmal mit den Binden etwas gar nicht mehr möglich, weil die Reichweite war nicht mehr so. Dann habe ich den Bondolino genommen, dann war auch der Kopf relativ stabil und so weiter. Die Nähe zum Körper der Eltern ist ganz wichtig, auch beim Schlafen. Es gibt so viele ältere Generationen, die sagen, ihr habt ein Kinderbett im Zimmer, ein Kinderzimmer. Legt das Kind rein, schlaft da. Das Kind braucht eure Nähe, auch beim Schlaf. Sonst entwickelt das irgendwann in der Zukunft irgendwelche Verlustängste, hat mangelndes Selbstbewusstsein oder ja, es weiß manchmal gar nicht, wo es eigentlich hingehört. Man sieht es heute an einigen Führungspositionen, die inkompetent sind, wo die ältere Generation sagt, ja, mein Sohn ist doch ja Führungskraft. Ja, wenn man auch den Arbeitsstil der Führungskraft anschaut, dann braucht man sich nicht wundern. Der hat dann im Kinderbett geschlafen, weil der sowas von, ja, wie soll ich sagen, aufmerksam. Er schreit nach Aufmerksamkeit und befiehlt, anstatt fürsorglich mit den Menschen umzugehen. Kinder, die oft bei den Kindern, also Kinder, also Kleinkinder, Babys, die bei den Eltern schlafen, die entwickeln ein soziales Wesen mit der Zeit. Die entwickeln keine Ängste, die entwickeln einfach nur Selbstbewusstsein. Ganz einfach, weil sie wissen, es ist immer jemand an meiner Seite, der mich beschützt. Und nicht jemand, der mich irgendwo in ein anderes Zimmer ablegt, nur damit er sein eigenes Ding machen kann. Eins sollte euch sicher sein, wenn ihr ein Kind habt, ist Party vorbei. Erstmal. Irgendwann könnt ihr wieder Party machen. Aber die Party ist erstmal vorbei. Ein Kind heißt Verantwortung. 24/7. Und das ist ganz normal. Ein Kind, sobald es laufen kann, es ist egal, wie lieb euer Kind ist. Es hat uns in den Kopf. Es will alles anfassen, es will alles experimentieren, es will alles kennenlernen. Also was macht ihr? Ihr müsst immer hinterher sein. Schubladen am besten verschließen, weil es packt alles aus. Wenn ihr euren Fernseher auf so einer Art hohen Board habt, dann macht das Board an der Wand fest. Weil irgendwann macht das Kind die Schublade auf, hängt sich da dran und das Ding kippt um und der Fernseher kippt auch mit vorne rum. Wir haben es selber nicht miterlebt, aber ich habe es auch von anderen Eltern gehört, dass auf einmal der Fernseher kaputt war. Und ich könnte euch Geschichten erzählen. Da wird das Video eine halbe Stunde gehen. Aber an die Papas und Mamas, Eltern werden ist das Schönste, was es gibt. Ihr müsst keine Angst haben, denn ihr wächst quasi in die Situation herein. Ihr lernt das Kind kennen. Ihr lernt die Fürsorge kennen. Und so weiter. Ihr könnt quasi, jetzt ist mir das Licht ausgegangen, finde ich nun ja nicht toll. Ihr könnt quasi euer Kind kennenlernen, mit ihm aufwachsen und es erziehen, aber immer Körpernähe, damit euer Kind euch liebt. Und keine Ängste bekommt. Bye bye.